So, eine weitere Folge von Kingdom Hearts 258 Today. Ich habe den Filter ein bisschen verändert, habe hier und da was umgestellt. Habe mich noch zum YouTube-Video gerichtet. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Man sieht schon, dass der Filter anders ist. Vielleicht lag es ja auch am Filter. Halt dich dran, Kleiner. Werden wir sehen. Werden die Vorbereitungen noch dich auf den Weg? Ja, es sieht natürlich jetzt ein bisschen verpixelt aus, weil der Filter auf normal ist. Aber wenn es jetzt besser läuft, ist mir das schon so ein bisschen wert. Ich meine, auf dem DS war es ja auch ziemlich verpixelt. Okay, das scheinen die Schattenflecken zu sein. Also jetzt die ersten paar Minuten, so wie es aussieht, sieht das schon ein bisschen besser aus. Aber ich möchte dafür nicht mein Hand ins Feuer legen. Das kann ich immer noch ändern. Okay, noch hält sich's immer noch. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ah, habt ihr gesehen? Da hat schon wieder ein bisschen geruckelt, aber war jetzt noch nicht so schlimm. Aber wenn die Quali so ist, ist es eigentlich okay. Gut, ich meine, es ist zwar verpixelt, aber auf dem DS sah das Spiel auch nicht anders. Auf dem DS sah das Spiel ja quasi nicht anders aus. Und ich hoffe mal, dass jetzt der Wechsel zum normalen Filter das ganze Problem etwas eindämmt. Weil das war doch schon sehr, sehr nervig. Und ich habe mich dran gesetzt und guckt, ob es eine Lösung für das Problem gibt. Hab YouTube gefragt, meint, das Moment jetzt verändert und ich hoffe, dass es jetzt so geht. Das ist jetzt quasi so ein Testpart dafür. Und wenn das sich das gut hält, dann werde ich das Format, also Filter normal, drin behalten. Aber gut, zur Mission. Wir müssen diese Schattenflecken dort besiegen. Und zwar so viele wie möglich. Und wir haben die schon mal gesehen, diese Schattenflecken. Nämlich bei Oogie Boogie beim finalen Kampf in Kingdom Hearts 1. Da waren diese Schattenflecken auch an seiner Festung im finalen Kampf. So ein bisschen ruckelt es trotzdem noch, aber es ist zumindest nicht so schlimm, wie es sonst der Fall war. Okay, hat er nichts mit mir zu tun. Ich hoffe, das hält sich mit der Quali gerade so, weil so ist es wirklich recht optimal.
Weil klar, ich hatte schon so ein bisschen Angst, was Projekt ist, sich das jetzt weiter so hält und dass mir das ganze LP dann versaut, aber mir kam die Idee dann, den Filter auf normal zu setzen und ja, jetzt geht's einigermaßen eigentlich. Ja, mit normalen Filter kann man das Spiel schon spielen. Und da sieht man mal wieder, was so eine Filterveränderung bewirken kann. Gut, es ist nicht ganz ruckelfrei, das sieht man auch, aber es ist zumindest besser als zuvor. Nein, ja, den muss ich von ganz oben treffen. Ja, wir sind nach wie vor allein unterwegs. Uns wurde ja gesagt, dass alle Mitglieder des Schlosses entfallen, also zur Mission geschickt wurden, dass die hinüber sind. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen die Zeit an meiner Aufnahme verkalkuliert. Dann in Worten. Ja, die Quali ist zwar besser, aber es sind ein paar Cuts jetzt drin. Also und weil ich halt nochmal kurz da und da musste. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da oben ran? Und wie komme ich da oben ran? Mein Fliegen kann ich ja nicht. Viel zu weit vom Sprung ist. Oder? Ach du Scheiße. Ah, okay, so habt ihr. So habt ihr euch erst gedacht. Wollt nicht ernsthaft, dass ich diesen Schattenfleck da hinten von hier aus, also von der Entfernung aus treffe, von dem Dach. Ja, ich glaube, diesen Schattenfleck da vorne habe ich verkackt. Gut, nehme ich halt den anderen mit. Wolltest du? Danke. Das spielt sich deutlich angenehmer. Seit dem Filterwechsel. Das spielt sich wirklich deutlich angenehmer. Wobei von hier aus vielleicht. Wunderbar. Ja.
Ja, geil. Jetzt muss ich die untere machen, weil ich habe keine MP mehr. Ich brauche mindestens noch einen. Hinten ist ein Qualabzeichen noch jetzt. Ist doch ein bisschen geruckelt, aber man muss sagen, es hält sich trotzdem. Man muss auch sagen, es ist ein 3D-Gebiet und ist klar, dass es dann ein bisschen problematisch ist. Gut, ich denke mal, das kann ich jetzt ein paar Mal machen. Bis das Ding zerstört ist. Wobei. Doch, eventuell habe ich noch eine Chance. Weitere von diesen Dingern zu zerstören. Weil ich habe ja noch Effer. Ich könnte den da oben mit ein bisschen Glück treffen. Und den da hinten könnte ich auch eigentlich ganz locker treffen. Gut, nehmen wir erstmal so einen leichten, also relativ leichten wie den da hinten. Den da hinten ganz locker treffen eigentlich. Natürlich klappt. Jetzt ging das Ganze nicht. Gut, muss ich halt Feuer benutzen. Auch zum Glück mal ein Treffer. So, jetzt sind aber immer noch Schattenteil. Da vorne ist zum Beispiel eins. So, mal komme ich da. Na, ja, komme ich auch locker ran. Eine Lufttag bekommen, wunderbar. Ich weiß nicht, ob teils im Background noch was lädt oder nicht. Aber es geht eigentlich. Wenn man da dann rankommen. Wie soll man da dann rankommen?
Geht auch mal von der Seite aus. Naja. Ich glaube, da brauchst du einen Lufttag für oder sowas, oder? Vielleicht irgendwie von diesen Stufen aus. Ne, es ist glaube ich zu hoch, zu tief, oder? Ja, das ist viel zu tief. Oh, gut, lasst meinen letzten in Ruhe. Fehlt ein Lufttag wahrscheinlich. Kann mir vielleicht immer euch mal verraten, wie ich da rankomme. Rankommen wäre. Aber so gut, bin ich auch zufrieden. So, bin ich auch zufrieden. Oder es gibt hier hinten noch einen. Aber das glaube ich eher weniger. Obwohl, da oben ist noch einer. Kommt man da genauso scheiße ran? Bräuchte man Luftkombo oder sowas, irgend so Lufttag. Hey Roxas. Alles locker? Was ist? Sieht aus, als hättest du einen Geist gesehen. Axel? Aber ich dachte, du wärst gestorben, das ganze Team wurde rausgelöscht. Korrektur, die Schwächlinge wurden ausgelöscht. Ich habe mir Sorgen nicht gemacht. Sorgen, netter Versuch, so ganz ohne Herz zum Fühlen. Warte hier, ich kaufe uns ein Eis. Ich muss zum Boss, sonst macht er mich fertig. Du bist noch nicht zum Schloss zurückgekehrt? Nee. Ja! Warum bist du hier? Ich brauchte etwas Zeit, um mein Gefühl zu ordnen. Was auch immer, Herr, ich habe kein Herz. Hey, ein Eisschmelz, iss auf. Danke. Weißt du, ich habe Shion öfter hier eingeladen, während du weg warst. Shion? Wirklich? Ja, ich habe ihr versprochen, wir drei würden zusammen Eis essen, wenn du zurück bist. Sie und ich sind jetzt Freunde. Und wir haben die Schattenflecken vernichtet. Und bekommen ja einigermaßen ganz gute Sachen. Eins möchte ich noch machen. Tag 72, die Veränderung. Und zwar gleich beim Mokri.
Warum hast du dich nicht zurückgemeldet? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich habe gehört, dass Namini vermisst wird. Kaum ist sie hier, ist sie auch schon wieder weg. Ich wusste gar nicht, dass sie rausgekommen ist. Ich hoffe, du hast auch alle Räume durchsucht. Das ist ein Scherz, oder? Das wäre wie Staubkörner in einem Gebäude voller nächsten Leute zu zählen. Was mit der Kammer? Hast du sie gefunden? Komm schon, das hätte ich dir doch erzählt. Das muss ich dir lassen. Du hattest recht, mit Maluxia, den Verrätern. Du wusstest genau, was los war. Ich habe nur einen Ort gefunden, an dem ich alle, die im Weg waren, schicken konnte. Schön zu wissen, wo ich stehe, Mann. Bist du in einem Stück zurückgekommen oder nicht? Ich habe Sektion erledigt. Das wolltest du doch, oder? Ich richte mich nach dir, vorerst. Hey, stell dir vor, heute soll ich zur Strafe mit dir zusammenarbeiten. Was? Wieso ist das eine Strafe? Tja, die wissen, wie sehr ich Babysitten hasse. Oh, vielen Dank. Würdest dich umbringen, dir mal einen Tag freizugeben? Sieh dir mal deine Augenringe an. Komm schon, Partner. Bin gleich hinter dir. So, eine Sache machen wir mal noch in dieser Folge. Und zwar mit dem Mokri reden. Und zwar können wir bei ihm Abzeichen eintauschen. Zum Beispiel Feldfreigeber, Hast, Freizeit, Mod ist verfügbar. Wenn es vertraut ist, wirklich schnell zu laufen, Feldfreigeber. Okay, hat sonst nichts Interessantes bei sich. Das wäre echt praktisch eigentlich mit dem, mit der Hast. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Kingdom Hearts. 350 Todays. Scheint gut geklappt zu haben mit dem Filter. Werde ich jetzt auch so weitermachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.